Wir sind hier im Markgräfer Land, in der Region zwischen Freiburg und Basel. Wir sind hier also ganz im Süden Deutschlands. Ich arbeite für das Weingut Zähringer in Heidersheim. Und eines der wesentlichen Ziele, das wir auch mit Erfolg hier erreicht haben, ist einfach das, dass wir auch frei werden von jeglicher Form von Düngung. Unsere Weinberge haben seit 25 Jahren kein Gramm Dünger jeglicher Art, also auch kein Kompost oder nichts Mineralisches erhalten. Also die Begrünung hat bei uns natürlich vorrangig erst einmal ganz einfache produktionstechnische Gründe. Ich nutze die Begrünung als Photovoltaiksystem. Ich stelle einfach eine Mischung aus verschiedenen Gründüngungspflanzen zusammen. Wir haben also hier zum Beispiel jetzt nicht nur 5 Leitpflanzen in der Mischung drin, sondern wir haben Bienenweidemischungen, Kräuterpflanzenmischungen, die wir dazu addieren, um sozusagen letztlich Samen von bis zu 50 oder 80 verschiedenen Pflanzen im Gemenge zu haben. Und wenn ich jede zweite Gasse einsehe, habe ich die andere Gasse gewissermaßen als Fahrgasse in der Zeit, in der ich die neu eingesäte Gasse eben unbeschadet erst einmal sich entwickeln lassen möchte. Die natürlichen Pflanzen können sich immer noch entwickeln in den nicht bearbeiteten Gassen im Unterstockbereich und, und. Eine artenreiche Begrünung leistet beides. Die leistet nämlich die Versorgung des Bodenlebens, Aufbau der Bodenfruchtbarkeit plus vielseitigen Pflanzenbestand. Und darüber hinaus gewährt diese Begrünung auch eine gleichmäßige Versorgung, also sowas wie eine Vollwerternährung, auch im Hinblick auf die Qualität hochwertvolle Ernährung der Reben. Die Frage, wie kann das umgesetzt werden in extremeren Klimaten? Wir haben mit den Begrünungssystemen ganz viele Möglichkeiten. Welche Pflanzen werden eingesät? Mit welchen Pflanzen arbeite ich? In welcher Jahreszeit? Und auf welche Dauer? Ja, ist es ein ganzes Jahr oder ist es nur über den Winter? Und gerade in warmen Klimaten, wo wir ja teilweise sehr warme Winter haben, da kann man ja ganz mit Winterbegrünung sicherlich auch sehr viel erreichen.